player in the world? Guillermo Messi. Who's the best player of all time? Guillermo Messi. Freunde und herzlich willkommen zum zweiten Gruppenspiel gegen den Meti. Ja Freunde, heute geht's weiter. Wir haben ja das letzte Gruppenspiel, beide haben wir gewonnen gegen den Smexy. Und so viel kann ich sagen, dass der Meti, es ist ja schon länger online, also ich denke mal, die meisten von euch werden es gesehen haben oder eigentlich alle, so die das Turnier verfolgen. Die wissen auch, dass der Meti beide Spiele gegen den Smexy gewonnen hat, somit sind auf jeden Fall sowohl Meti als auch ich weiter. Heißt, wenn ich verliere, bin ich weiter, wenn ich gewinne, bin ich auch weiter. Fragt sich jetzt nur als Gruppenerster oder als Gruppenzweiter. Und ja, wenn wir Erster werden, spielen wir gegen Gamer Brother oder No Hand Gaming. Und wenn wir Zweiter werden, dann geht es dann gegen den Venom, gegen den Paschkal. Und ja, Freunde, hier seht ihr nochmal das Team. Ich würde sagen, schaut alle natürlich dann auch beim Rückspiel, bei Meti vorbei. Lasst dem Abo da, denn da gibt es irgend so eine geile Wette mit einer Backpfeife, habe ich gehört. Also, ich weiß nicht genau, wie viele Abos die jetzt haben, aber wenn ihr voll macht, die 25.000, dann gibt es nämlich eine Backpfeife. Und wenn wir dafür sorgen, dass da eine Backpfeife fliegt, würde ich sagen, habe ich mir eigentlich auch eine verdient, ne? So gegen den Meti oder hier, keine Ahnung, wer die bekommt, aber auf jeden Fall hätte ich da Bock drauf. Und deswegen, ja, lasst auf jeden Fall jetzt schon mal einen Daumen nach oben da und dann würde ich sagen, laden wir den Meti jetzt ein auf ein gutes Spiel. Let's go. So, und hier haben wir Meti. Hallo, was geht? Hier haben wir auch schon sein Team. Ich weiß nicht, warum der da am Quatschen ist. Vielleicht will er einen Kaffeekränzchen mit mir halten. Ja, Hernandez, sein Fatal Star. Er hat ein gutes Team. Das Mittelfeld ist schon stark mit Goretzka, Alaba. Und vorne Neymar, Lozano, der Schreck. Ja, würde ich sagen, auf ein gutes Spiel mit Meti. Let's go. Einfach mal GG. GG mit Messi! Ja, komm, jetzt Mitte. Ronaldo! Wie kann er den nicht reinmachen? Ah, das ist eine Flanke! Abseits. Oh. Jetzt haben wir Platz. Ah! Eckentor. 1-0 für Meti. Aber gut gespielt, muss man sagen. Ja, komm. Messi! Mm. Komm jetzt aber, Ronaldo. Digga, ich laufe in ihn rein! Unfassbar, der Ball will nicht rein. Und dann machen wir das 1:1 auch nach einer Ecke. Eieiei, was ein Spiel, Freunde. Schieß doch! Gott, was ist das? Leute, ich werd verrückt hier bei dem Spiel. Komm Ronaldo, lauf! Lauf, Junge! Vielleicht nochmal nach einer Ecke, komm. Leute, 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 was ein Spiel, ey. Eins zu eins endet das Spiel, GG an Meti, aber was ein Game, Leute, was ein Game. Ja, Freunde, also das war mal so ein typisches FIFA-Spiel, war auf jeden Fall, denke ich mal, am Ende irgendwie in Ordnung. Wir hatten viele Chancen, wo Ronaldo, wo der die vielleicht in einem anderen Spiel reingemacht hätte, aber Freunde, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt dann mal das Rückspiel an und ja, lasst einen Daumen nach oben da, dann macht's gut, haut rein und ciao!